Welcome back to Mega Man 4 für den Game Boy. In der Stage von Brightman. Von der Glühbirne. Fighten wir uns hier durch. Und ich habe einen weiteren Buchstaben gesehen. Den ich gerne haben will. Drei aufgeladene Schüsse. Oder vier. Ja, voll reingejumpt, Mega Man. Du bist doch so ein Held. Du bist doch so ein Waffeleisen. Oh, danke. Genau, das wollte ich nämlich haben. Ich hoffe mal, das bleibt jetzt gespeichert. War das knapp. Das war zu vorhersehbar. Aber cooles Stage-Design, muss ich sagen. Richtig cooles Stage-Design. Gefällt mir. Na toll, noch so ein Teil. Okay, das war easy. Und da ist er auch schon. Okay, ein Item kann ich benutzen. Jedoch werde ich auf jeden Fall die Waffe von Toadman benutzen. Ja. Natürlich die Waffe. Ich hasse diesen Typen. Ich habe Brightman noch nie gemocht. Aber ich habe ihn besiegt. Und ich habe einen Buchstaben mitgenommen. Ich find's cool, wie sie Elemente aus Mega Man 5 und 6 noch eingemixt haben. Da hat er die Fäuste geballt. Und gibt uns God Flash Stopper. Flash Stopper bedeutet, ich muss wahrscheinlich zu Pharaoh Man und ich muss den E-Tank, beziehungsweise hab den E-Tank nicht benutzen müssen. So, he's next. Dun, 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 dun. Ich bin der Pharaoh Man. Ja, wie in der richtigen Pharaoh Stage. Das war fies. Das war fies, das konnte ich nicht ahnen, dass da gerade da rauskommt. Aber gut, scheiß drauf. Man kann ja nicht alles riechen. Schnell weiter. Hier. Ach, da wäre schon was gewesen da oben. Na egal, ich kann noch mal später rein. Ich kann mir schon denken, was da oben gewesen wäre. Ein sehr nützliches Item wahrscheinlich. Ach, die Marienkäfer. Ja, dass das Game bis in Slow Motion läuft, das würde ich vermuten, liegt daran, dass das Spiel wie Teil 3 schon
ein bisschen an Sprite Limitations leidet. Würde ich mal so vermuten. Weil normal leckt das nicht so ein Mega Man 4. E-Tank, den ich haben will und mir holen werde. Egal, denn wir haben mal Leben bekommen. Gott, wisst ihr was? Ich hoffe nicht, dass sie hier den Wily aus Mega Man 4 eingebaut haben. Das ist nämlich einer der ekelhaftesten, die existieren. Scheißteil. Oh, verpiss dich, du! Mariechenkäfer. Du gehst mir dezent auf die Klötze gerade, du hässlicher Mariechenkäfer. Hier oben. Oh nein. Das bringt schon was, das zu benutzen. Moment, ist der Sand gerade... Ist das normal? Dass der Sand irgendwie dann... Okay, das habe ich noch nie gesehen, dass der Sand irgendwie dann aufhört zu fließen. Ne, da war doch nichts. Ich benutze mal gerade sehr freizügig die Waffe von Toadman. Wisst ihr, die Viecher kommen nicht raus dann aus dem Sand. Oh, das ist praktisch. Das ist praktisch. Gleich am Aufladen. So, weg mit euch. Denn ich hasse euch, Mariechenkäfer. Okay, gegen die Teile hilft es aber wenig. Okay, Toadmans Waffe benutzen, um den Sand anzuhalten. Was noch geiler ist, ich selber versinke auch nicht. Das gefällt mir ebenfalls sehr gut. Geht's auch im NES-Teil mit dem Sand? Würde mir interessieren gerade. Oder klappt das nur hier? Nein, 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 komm. Hätte mich das Teil jetzt getroffen, ich wäre so ausgerastet. Habe ich echt nochmal Schwein gehabt gerade. Ich hasse diese Mariechenkäfer. Wie soll man da rankommen? Ach du Scheiße, bestimmt mit dem Rush-Chat wahrscheinlich. Ohne Rush-Chat wäre es zu schwer. Nein, du Wichser! Du Wichser!
Ich hasse dich. Du bist so ein dämlicher Vollidiot manchmal, das tut schon weh. Das tut echt weh, wie dämlich du manchmal bist. Oh, was war das gerade für eine Scheißaktion? Dumm wie Brot manchmal das. Ist dumm wie Brot manchmal. Das war wieder mal zu ungeduldig. Ja, Game Over, ich weiß, aber ich möchte continue. So. So komme ich nämlich durch, ohne hier Schaden zu kassieren. Außer ich werde von diesen komischen Viechern getroffen, die rumfliegen. Aber die sollen mich jetzt nicht interessieren. Oder vielleicht doch. Weil sie arschig sind. Es ist wie so ein kleiner Flashstopper, das Ding. Ich hasse dich, du Drecksvieh. Ja, wir kriegen Powerchips ohne Ende. Na, aber lieber wäre ein Energietank mal wieder. Ach so, stimmt, da gab's ja einen. Ja, dadurch können wir uns jetzt schön E-Tanks farmen. Durch meine Fails. Hitcha, sorry. Natürlich, wie wir sind, lassen wir das drin. Wird nicht rausgeschnitten. Mann, du hässliches Mistvieh. Was hast du falsch gemacht, Mega Man? So macht man das, ohne Schaden da drin zu kassieren. Ja, und so stellt man sich doof an. Und so noch doofer. Ah, ich hätte Topman noch planen können, aber egal. Hier kommt gar keiner. Wieder Sand, das ist nochmal Topmans Waffe. Gegen den Boss brauche ich den sowieso. Die Waffe sowieso nicht. Okay, zwei aufgeladene Schüsse gegen die Typen. Bin ich mit einverstanden. Und das will ich haben. Dafür nutze ich mir mal eben Toadmans Waffe, weil der Typ nervt darum. Ah, egal. Noch mit Rush Chat. Nein! Spring doch, du hässliche Affe!
Er ist nicht gesprungen. Scheiß Programmierfehler von ihm. Ich könnte ihn dafür reinwürgen. Eins ist klar, Rockman, du kannst nicht richtig springen. Das ist Fakt. Ja, voll reingejumpt, super. So schwer sein mit der Passage. So, danke, dass du jetzt gesprungen bist. Leben! Wobei, na, wisst ihr was? Scheiß aufs Leben, weil... wenn ich mir das jetzt holen will... Toadman. Würde ich es sofort wieder verlieren. Und da ist schon Pharao, man. So, einmal Rush Coil. Hä, bist du schon mehr respawned? Du Arschloch! Hm, wisst ihr was? Einmal kurz sterben lassen. Denn das würde er machen, ohne den Flashstopper. Jetzt haben wir genau einen Versuch, um ihn zu schlagen. Und zwar mit Bradmans Waffe. Haha. Boah, epische Pose. Aber du bist gleich tot. Bye bye, Pharao Man. Oh, diese Musik. You got Pharao Shot, den wir für Ringman brauchen. Und Ringman war, ja, so eine leichte Bitch. Oh, so viele Schrauben, wie wir haben. Mega Man, did you get the Peach Chips? Yes, I have. Select the item you want. Was macht der S-Tank eigentlich? You can fully recover your vitality and recharge all your weapons with this item. 120? Wow! Nein. Ich würde sagen, was ist das eigentlich? Achso, damit können wir Waffen. Damit können wir Waffen aufladen. Dann reicht mir ein paar E-Tanks. Schon voll? Na, ja, dann Waffentanks halt. Der ist auch wichtig. This last item, the weapon, the lowest energy level will be refilled. We need 150. Okay, die farmen wir uns zusammen dann später.
und kaufen uns das Item dann wieder. Denn das habe ich mir immer gekauft. Nein, nein, nein. Wie komme ich gerade wieder raus hier? Ja, ich bin fertig. Good luck, my man. Ja, damit bleibt bloß noch einer übrig und das ist Ringman in seiner Ringfestung. Tja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal bei Mega Man 4 für den Game Boy. Ciao!